Damen und Herren, ich freue mich sehr, jetzt mit Ihnen den zweiten Teil unserer heutigen Veranstaltung einleiten zu dürfen, nämlich die traditionelle, ja, man kann schon sagen, traditionelle Preisverleihung des Prime Property Award. Immerhin ist es das dritte Mal in Folge, dass wir diesen Preis hier auf der Expo jeweils im Zweijahresabstand ausloben und vergeben. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir dieses Jahr nochmal deutlich mehr Einreichungen bekommen haben als schon in den Jahren davor. Immerhin haben wir 160 Projekte eingereicht bekommen aus 19 europäischen Ländern. Das ist ein neuer Rekord. Meine Damen und Herren, ich bin hier quasi als der Berichter der Jury und freue mich sehr, als solcher agieren zu dürfen. Wir haben ja heute über den Begriff und die unterschiedlichen Dimensionen von Nachhaltigkeit, insbesondere was die Nachhaltigkeit von Immobilien betrifft, schon einiges gehört. Und das Immobilienprojekt, das ich Ihnen jetzt vorstellen möchte und das die Jury des Prime Property Award 2012 für einen Sonderpreis nominiert hat, ist ohne Frage ökologisch nachhaltig. Es ist ohne Frage soziokulturell nachhaltig und es ist darüber hinaus ein wirtschaftlich sehr erfolgreiches Investment. Die vorgestellte Immobilie weist aber zudem eine Qualität von Nachhaltigkeit in der vielleicht ursprünglichsten Bedeutung des Wortes auf, denn das Inspiria Science Center, jetzt wissen Sie, wer den Preis bekommt, dient der Bildung, der Aus- und Weiterbildung vornehmlich junger Menschen. Und es tut dies in ganz hervorragender Weise. Und auch und gerade deshalb verdient es diese besondere Auszeichnung. Thank you. This building has rejuvenated and revitalized a previously undistinguished part of Stockholm's main railway station. People continue to flock to this building, the cafes, the hotel on the ground floor. Increasing footfall and improved user experience have had a huge influence on the surrounding neighborhood. The planning process focused in particular on keeping energy consumption and day-to-day operation as low as possible. The building is equipped with a high energy efficient curtain facade. The intermediate layer of air prevents heat loss and also stops cold air from finding its way into the building. The energy is generated in a highly innovative manner. Some 200,000 people pass through the main railway station every day with their body heat used to heat hot water, to heat water, which in turn keeps the building temperature at a constant 22 to 25 degrees all year round. The exact interior temperature is set according to the weather. The Swedish Weather Service sends hourly forecast data to this building to allow optimum adjustment of energy requirements. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben es gerade eben, glaube ich, in diesen Bildern gut sehen können. An so einem traditionsreichen Standort ein neues Kaufhaus in eine Innenstadt zu setzen, das ist eine schon allein unter architektonisch, ästhetisch, funktionalen Gründen hochkomplexe Aufgabe. Und mancher von Ihnen wird da auch schon seine Erfahrungen an anderen Orten gesammelt haben. Hier geht es nun noch dazu darum, dass fast alle Gebäude in der Nachbarschaft unter Denkmalschutz stehen und Sie können sich vorstellen, dass das Thema einer Erweiterung, auch wenn es eine große Geschichte an diesem Standort Kaufhauses auf fast die doppelte Verkaufsfläche, schon eine nicht ganz einfache Operation war. Und wir fanden in der Jury und wollen das auch an dieser Stelle sehr hervorheben und Sie konnten sich vielleicht einen kleinen Eindruck davon machen in diesen Bildern.
dass es schon auf ganz außergewöhnlich gute Art und Weise gelungen ist, wie sich dieses neue Gebäude in diese hochsensible Umgebung einfügt. Und zwar, und das ist vielleicht das Allerwichtigste, was wir bei dem Nachhaltigkeitsgedanken auch unter soziokulturellen Gesichtspunkten im Auge haben müssen, das darf ich hier als Planer und Architekt mal mit einwerfen, dass wir auch ein bisschen das Niveau halten, die Qualität halten dessen, was uns die Generationen vor uns da hinterlassen haben. Das Gebäudeensemble, das wir heute auszeichnen, ist das Herzstück dieses Quartiers, dieses Stadtraums. Alle Gebäude haben eine einheitliche architektonische Form, eine L-Form und entsprechende Baukörper. Die Architekten sind die Arbeitsgemeinschaft JSWD, Scheck und Morel. Es gibt geschosshohe Fenster und die Böden, Decken und Büromöbel sind aus hellen Materialien und bringen dadurch auch eine gewisse lichte, helle Großzügigkeit in das gesamte Gebäude. Ja, was mich auch bei der Besichtigung besonders schon fast fasziniert hatte, war die Verwendung unternehmenseigener Produkte in diesem Gebäude. Was es dort zu sehen gab, waren Trennwandsysteme aus Walzstahl. Ich wiederhole, Trennwandsysteme aus Walzstahl. Es ist etwas, weil es ist ja kein Verbundwerkstoff, dadurch ist es zwar nachhaltig, aber ich kann sagen, in meiner Berufslaufbahn haben wir noch nicht die Idee bekommen, solche Dinge herzustellen aus Walzstahl. Aber es ist natürlich für Krupp auch, für ThyssenKrupp, ein gewisser Showroom. Das äußert sich auch an den Edelstahlhandläufen in den Treppenhäusern und vor allen Dingen auch diesen innovativen Twin-Cabin-Aufzügen, die man im Hauptquartier sieht, diese Aufzüge, die in einer Schiene sozusagen übereinander laufen. Ja, und der Clou ist allerdings, das haben Sie eben in den Bildern auch gesehen, die Fassade. Es gibt 400.000 horizontale Lamellen aus Edelstahlblechen, die sich mit dem Sonnenstand bewegen. Das ist natürlich auch ein gewisses Muster, eine Idee für andere Länder. Lange in Essen gearbeitet, die Sonne, die ist da relativ rar, aber es ist etwas, was man wirklich auch woanders wiederholen sollte, in anderen Breitengraden, was man dort sieht. Und genau diese Bewegung mit dem Sonnenstand, die stellt dann sicher eine angenehme Raumtemperatur und optimale Tagesauslichtung her. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Element. Diese innovative Konstruktion trägt auch zum Erreichen der hervorragenden energetischen Werte bei und einem sehr hohen Arbeitsplatzkomfort in den Gebäuden.